und herzlich willkommen beim neuen Let's Play Open Transport Tycoon. Wir spielen das Spiel, was es früher gab in den 90er Jahren von MicroProse, bekannt als Transport Tycoon Deluxe, und das ist hier der Open Source Klon sozusagen von dem Spiel, und das Ganze nennt sich dann Open Transport Tycoon. Und wir fangen auch schon direkt an, ein Spiel in dem mäßigen Klima, sage ich mal so. Sinn des Spiels ist es ganz einfach, ein Transportunternehmen zu führen bis zum Jahr 2050. Wir beginnen im Jahr 1950 und ich baue mir erstmal mein Hauptquartier hin. Traditionell baue ich das Hauptquartier immer in der am Start kleinsten Stadt. Das ist in dem Fall hier Nordstadt. Farbe Orange, das Bild hier, das lasse ich einfach mal. Denn das erinnert mich ein bisschen an den einen Gameshow-Moderator vom, ich glaube, von Zong. So ein bisschen, ich weiß gerade den Namen nicht. Und ja, wir bauen erstmal eine kleine Buslinie hier. Ups. Einfach mal unser Hauptquartier an die Welt anzubinden. Ein MPS-Regalbus. Achso, wir haben jetzt die Haltestellen vergessen. Peinlich. Nordstadt, Hauptbahnhof, sozusagen. Und Freiberg. Ja, ihr werdet hier auf einige Städte treffen, die es wirklich gibt, wie zum Beispiel Freiberg. Sehr bekannt, bekannte Universitätsstadt in Sachsen. Und der Berg Akademie oder Universität, so heißen die, glaube ich. Da werden halt viele bergbezogene Studien. Gemacht. So, mal gucken. Wichtig ist, dass man hier zuerst Kohle transportiert, und das bringt den Anfang das meiste Geld. Hier ist Kassel. So, wir bauen jetzt erstmal hier eine elektrifizierte Strecke. Gab es das in den 50ern schon? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die ersten. Gab es das auf jeden Fall schon, würde ich mal sagen. Ups, dann sind wir eins zu weit. Das müssen wir nochmal abreißen. Im Hintergrund läuft ein schöner Jazz. Haltwäschestation. So, Fahrzeuge. Wir haben hier mit Waggonhöchstgeschwindigkeiten 80 km/h, wie ihr seht, und daher brauchen wir auch keine Lok kaufen, die schneller fährt. Wir nehmen einfach mal die hier, die fährt genau, oder gibt es noch eine günstigere? Die hier, die fährt genau 80. Das passt dann auch. Wir müssen auf Kohle. Und dann können wir die Lok auch schon auf den Weg schicken. Und los geht's. Elsenmünster-Mina. So, brauchen wir noch mehr Kohle. Dort unten vielleicht. Oranienbrück, da müssen wir die Stadt umfahren. Ah nein, wir wollen jetzt erstmal hier diese Subvention. Bei der Subvention gibt es für jeden transportierten Passagier Zuschüsse hier vom Staat oder vom Land oder wer auch immer das jetzt hier macht. In der Anfangszeit bringt das auch immer recht viel, sich diese Subventionen zu sichern. Ah, passt perfekt. Ein Depot noch hin. Und dann wieder so ein Bus. Und der pendelt jetzt hier zwischen den Orten hin und her. So, auch hier unten haben wir noch. Sogar recht nah, das ist schon mal sehr gut. Und eine neue Transportfirma. Ich spiele hier mit zwei Gegnern. Mal schauen, wie die sich schlagen.
wer das Originalspiel kennt, der weiß ja, dass dort die Gegner teilweise etwas wirre Straßennetze gebaut haben. Jetzt hat man ja kein Geld mehr für die Lok, da muss man uns was leihen. Aber ob solche modernen Schildgutwagen schon in den 50ern gibt, das weiß ich gerade nicht. Ich bezweifle das einfach mal. Ja, wie ihr seht, habe ich hier das Deutsche Bahn Set drin, Trainset drin. Da habe ich dann deutsche Züge, also von der Deutschen Bahn. Da gibt es dann später natürlich noch den ICE zum Beispiel oder Doppelstockzüge und die werden wir dann natürlich auch bauen. Aber zunächst müssen wir uns hier erstmal etwas Geld reinbringen. Und das geht halt am besten hier mit Kohle. Was macht der Gegner? Der baut auch Kohle ab. Hier sieht man es, wie er sich seine Strecke baut. Das Interessante an dem Spiel ist hier, je weiter die Strecke ist, umso mehr Geld gibt es letztendlich dann auch für die abgelieferten Produkte. Querfurt an der Spree. Sehr interessant. Wüsste ich nicht, dass es so einen Ort gibt. Bauernhof, wenn man jetzt eine Strecke mit dem Bauernhof baut, da kostet das ein bisschen mehr. Und zwar fast 1000 Mark mehr, also das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir spielen hier mit D-Mark und wir werden dann rechtzeitig zur Euro-Umstellung, sage ich mal, auf Euro umstellen. Eine Ölraffinerie wird da gebaut, das betrifft uns noch nicht so sehr. Das Interessante hier an den Waggon-Höchstgeschwindigkeiten ist, da später in der Situation sein werden, wo langsame Güterzüge und schnelle Personenzüge sich Gleise teilen. Und das wird dann mit den Waggonhöchstgeschwindigkeiten interessant, wenn dann da ein Zug mit 80 entlang fährt und den Personennahverkehr, der bekanntermaßen deutlich schneller fährt, ein bisschen behindern wird. Aber mal schauen, wie wir das lösen. Zum Beispiel eine Buslinie bauen, weil das bietet sich ja direkt an. Olsfeld an der Donau. Was? Jetzt. Ich denke, da brauchen wir zwei Stationen. Achso, ich wollte eigentlich, dass das hier zu Olsfeld in der Donau zählt, aber na gut, das hat er nicht registriert. Na gut. So, der fährt jetzt ab. Oh, da haben wir zwei Kohlebergwerke. Ich denke, das sollten wir ausnutzen. Ein zweigleisiges System. Sinnfrei auf der kurzen Strecke, aber wir haben sowas. Und der nächste Gegner. Ach Mist. Wo war ich denn jetzt? Ach, dort unten. Übergang bauen. Machen wir es einfach mal so, nicht schön, aber selten. So ein Fahrtsignal. Hier auch ein Fahrtsignal. Na gut, wir lassen es einfach mal dort stehen. So, dann hier noch ein Übergang.
heißt Blocksignale. Und dann hier wieder ein Fahrtsignal. Ja, der Vorteil der Fahrtsignale ist, dass wir dort auch, dass sich dort Züge sozusagen einen Blockbereich teilen können, wenn diese nicht auf Kollisionskurs sind. Das ist bei solchen Kreuzungen hier sehr interessant. Züge gleichzeitig einen Bereich befahren können. So, jetzt bauen wir wieder hier unsere Lok. Umrüsten auf Kohle. Die kopieren wir uns einfach und geben dem dann hier die Strecke vor. Von hier nach hier. Beladen, entladen. Abfahrt. Und dann der Zug von hier nach hier. Beladen, entladen und feuerfrei. Und das war's erstmal bisher her. Die Anfänge sind gemacht in unserer Welt. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Und bis zum nächsten Film, bis zum nächsten Abschnitt hier bei Open Transport Tycoon. Tschüss.